Moin, moin zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, hier einen Marienkäfer zu töten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal direkt auf dem Weg hier, um die Sachen, die wir da rausbekommen haben, direkt mal zu scannen und zu schauen, was können wir denn damit machen. Und die nächste Station ist laut der Karte ungefähr in diese Richtung. Die dürfte gar nicht so weit weg sein. Aber gut, die Axt, die wird nicht mehr lang halten. Die schmeiße ich dem einfach gleich hinterher, hier diesem blöden Käfer. So. Okay, hier oben sind wir kurz sicher. Wir schauen nochmal auf die Karte. Wir müssen darüber. Ach, geh weg. Vielleicht nicht ganz so weit. Oder? Doch. Da vorne, das. Genau, das ist es. Da sind wir richtig. Na, wie viele kommen denn hier? Oh, das ist wieder ein Stinkelkäfer. Hallo. Hey, wo geht's? Ah. Okay, sehe ich schon. Hier werde ich nicht ganz sicher sein. Oh. Oh. Ich scanne mal schnell. Lass mich bitte in Ruhe. Ladybug Chestplate. Wow, das sieht schon mal sehr gut aus. Was haben wir hier? Die Insektenaxt. Genau das ist das, was wir machen wollen. So. Ich habe ziemlich einen fahren lassen. Ich würde ja mal versuchen, gegen wenigstens einen von euch zu kämpfen. Oh oh. Ich würde euch nur gerne vorher betäuben, bevor ihr hier einen fahren lasst. Das wäre ganz nett. Würde ich jetzt zulassen. Ja, der ist betäubt. Okay, das. Okay, das ist aber eine. Oh Gott. Das ist aber eine gute Kombi. Wenn wir das mit dem Schwert machen, wie wir gerade gesehen haben. Der war fast tot. Oh oh. Und wir sind auch fast tot. Oh, komm, Digga. Hau doch ab von mir. Ich wollte nur ausprobieren. Tschüss. Und adios. Hallo, Schaufel. Oh, oh. Oh Gott. Weiter, 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 weiter. Oh, wir haben wieder 25 Pilze. Falsch. Ich will noch ein bisschen essen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Bandagen, also. Das war ja nicht ohne, ne? Wow, I've never seen what the front of the box looks like before. Hä? Das haben wir das nicht schon entdeckt? Catchy name. Oh. Oh Gott! Ja. Das klappt dann schon ganz gut. Das ist schon nicht schlecht. Da muss man wirklich aufpassen, welche Waffe man denn für welches Tier nimmt. Achso. Ja, gut. Moment. Nee, 30 Slots, genau. Da lang müssen wir. Und dann schauen wir uns direkt mal an, was wir denn da für diese Axt brauchen. Haben wir eigentlich irgendwas dabei, was wir hier reinbringen können? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gut, dann gucken wir mal schnell. Oh, es ist wieder hereingewachsen. Doch, mein Rucksack ist richtig. So. Dann tun wir das auch mal hier rein. Das müssen wir auf jeden Fall reparieren. Ich hatte tatsächlich keinen Stein mehr mit dabei. Nektar und Honigtropfen. So, mal hier rein. So, dann haben wir hier Sepp. Das werden wir gleich brauchen. Und von diesen Pfeilen muss ich noch ganz viele machen. So. Okay, ja komm, das tue ich mit hier unten rein. So. Hier die Drüse noch darüber. So. Genau. Dann schauen wir doch mal direkt hier. Also erstmal die Kleidung. Die Rüstung, die wir da bekommen haben. Hier, Ladybug. Ladybug Shell, Increase Blocking. Ah.
Okay, damit können wir also besser blocken. Das sieht schon cool aus irgendwie. Sehr gut. Das ist dieses Spinnending. So, was war denn hier mit dem hier? Okay, das war Gewicht und das hier war maximales Leben. Aber das hier ist halt schon deutlich besser im Defense. Boah, 5 Stück, was? Okay, Tools. Das fiel mir nach hinten. Wir hatten... Hä? Moment. Ach hier, Insektenaxt. Mit der Schaufel-Backparts. Okay, da brauchen wir nur eins. Oh, dann brauchen wir aber noch diesen Grünkäfer. Oh Gott. Dann wissen wir Bescheid. Wir machen das hier jetzt erstmal gerade hier rein. Ich muss jetzt auch mal was trinken. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Quarzit. Sonst haben wir ein Problem. Oder wir müssen uns ein neues Schwert bauen. So. Trinken. Trinken ist hier rüber. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Doch, da ist wieder was. Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir wissen, wo die Spots sind, wo wir zu essen, zu trinken und sowas noch kriegen. Also das Gute. Da müssen wir nicht immer suchen gehen hier, ne? Ich schaue trotzdem mal gerade. Na gut, aber egal. Scheint nichts da zu sein. Dann holen wir uns hier die Pilze. So. Gut, was ist das denn? Ach so. Da sehen wir es. Ich dachte gerade, hä? Das waren Golfschläger. Nee. Sah nur so ein klein bisschen danach aus. Dann brauchen wir hier einen Golfplatz, ne? Wenn wir Golfschläger finden. So. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Wollen wir das hier nochmal wegmachen und dann hier eine Treppe nach oben bauen? Das würde ich nämlich auch mal ein bisschen weitermachen. Wir schauen mal gerade hier. Die Stairs. Die würde ich dann sogar hierhin machen. Wobei, nee, hierhin. So. Dann hat sich das sogar schon von selbst ergeben. Dann können wir einfach nur hier das wegmachen. Dann brauchen wir die Wände gar nicht ersetzen, weil dann einfach die Treppe dann davor wäre. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen dann die Ecke da wegmachen, dass das Fenster nicht durch die Treppe blockiert ist und dann total komisch aussieht. Ach komm schon, ernsthaft? Was ist da los? Ach so, ich sehe schon. Geht das von hier aus? Ja, gut. Ne? So viel dazu. Ich will eine neue Axt einfach bauen jetzt. Dann schauen wir doch mal. Eine neue Axt und eine Fackel brauchen wir auch. Woven Fibers und 2 Grass. Dann machen wir erstmal die Axt. Sprig und Woven Fiber. Ups. So. Schnell noch sammeln, bevor es hier ganz dunkel wird. Okidoki. So. Dann einmal eine neue Axt, bitte. Und gleichzeitig eine neue Fackel. Da brauchen wir wieder Wurf. Und da brauchen wir noch einen Wurfenfiber. So. Gut. Dann, glaube ich, noch ein bisschen Sprig. Torch. Dann fehlt uns eigentlich nur noch das Gras. Hier haben wir die Axt. Nee, nicht Gras. Uns fehlt noch. Dry Grass war's. So. So. Und so. Dann haben wir auch eine neue Fackel. Das ist sehr schön. Dann können wir wieder im Dunkeln sehen. Und jetzt will ich 2 Sachen machen. Erstmal das hier weg. Jo, das geht. Ja, damit. So.
Achso, das kann natürlich auch hiermit ein bisschen zusammenhängen. Und dann schauen wir nochmal. Zweiter Versuch mit der Treppe. Ah, nee, nee. Hier, das ist das Problem. Recyceln. Jetzt wird es leider ein bisschen dunkel. Oh, danke schön. Sap ist sehr wertvoll. Ja, jetzt geht's auch. Dann machen wir hier direkt mal eine neue hin. Ich suche die jetzt wieder. Base Building, komm. Nee. Kunst, das... Ich muss mir das mal merken. Wo war das denn immer? Workbench Gear, nee. Das wird's nicht sein. Nee. Tools, maximal. Nee, auch nicht. Ja, hier. Hier ist es. Oder? Ah, nee, hier. So, jetzt ist es auch gerade Nacht geworden. Hier. Dann gute Nacht. Dann schauen wir doch mal schnell. 1 Brick, 3 Dry Grains. Das machen wir auch wieder direkt. Dass wir da im Dunkeln wieder was sehen können. Brick haben wir hier vorne. Und Dry Grains haben wir auch hier direkt. War mal 3, ne? Glaube ich. So. Okidoki. Komm, hier, das kann nicht schaden, das mal mitzunehmen. Genau so. Wie Steinchen. So. Dann bauen wir doch mal. Davon brauchen wir auf jeden Fall 1 und dann 4 Stück hiervon. Und damit fängt das nächste Stockwerk an. Oh, cool. Das sieht aus wie so ein Notausgang. Hätte ich schon irgendwie Bock, das zu machen. Aber das lassen wir erstmal. Jetzt kommt erstmal die Planung, wie ich mir denn überlegt hatte, das Haus aufzubauen. Moment, ich fange erstmal mit den Wänden an. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Jetzt muss ich noch gerade überlegen. Außen, es zeigt nach außen, ne? Die Außenwand. Hm. So, nochmal. Einmal hier ein Fenster. Na? Einmal da ein Fenster. Ja, hier zur Seite hin. Ja, machen wir das so, genau. Nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig. Und ein paar Wände. Oh nein. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Oh. Spiel ausgetrickst. Sehr gut. Das sind so kleine Spielfehler, da sagt man ja nicht nein zu, ne? Genau, da habe ich mir das so vorgestellt. Dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Balkon. Nur, was mir noch gefallen würde, wäre, wenn es hier so eine Art... So eine Art kleinen Zaun gäbe. Aber da gibt es, glaube ich, nichts. Triangle Wall. Nee, die geht auch nur gerade ran. Das ist ein bisschen schade. Nee, die ist auch vollständig nach oben. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann wäre ich damit voll zufrieden. Problem ist nur, wenn ich jetzt so setze und einmal drehe, dann ist sie wieder ganz hoch. Dann ist sie wieder ganz hoch. Oh Gott! Ah. Ja, damit. Wollte ich eigentlich nur ein paar Tasten ausprobieren, ob da vielleicht irgendwie was geht. Da müssen wir auch bald mal die Ameisenrüstung anziehen. So. Gut, wir brauchen aber jetzt erstmal ganz dringend was zu trinken. Dann schauen wir doch mal nach. Gehen wir wieder die üblichen Spots ab. Und schauen dann gleichzeitig auch mal hier oben. Oh. Dankeschön. Hat ja schon fast vollständig ausgereicht. Oh Gott. Oh nein.
Ja, ganz toll. Bitte sei, bitte geh gut. Nee, doch. Ich habe keine Bandage. Oh Gott, die ist auch viel zu schnell. Ich komme da gar nicht weg. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier drunter durchlaufen. Ich habe natürlich jetzt, weil ich ein bisschen Basis bauen wollte, keine Bandage mehr gemacht. Aber ich glaube, das ist eine super coole Kombi, wenn du wirklich eine Klingenwaffe hast. Oh nein, der ist schon wieder da. Wenn du wirklich eine Klingenwaffe hast und diese Keule und die betäuben kannst. Aber das muss ja halt erstmal geläufig sein. Wie gehst du da ran? So. Oh. Unsere vollautomatische Pilzregenerationsfarm funktioniert noch. Dann machen wir jetzt erstmal gerade Bandagen. Ich brauche ja jetzt sowieso eine. Ach nee, Quatsch. Plain Fiber brauche ich. Hä? Moment. Ne, da hinten hatten wir gerade abgegriffen, ne? Ich wollte schon sagen, so schnell spawnen die doch nicht wieder. Ups. Ja doch, wobei, ich kann es ja mal wegstecken gerade. Hier wächst so schön viel von dem, was wir brauchen. So. Da können wir auf jeden Fall noch zwei Stück machen mit dem, was wir jetzt gerade haben. Ups. So. So. Okay, wir brauchen nur noch zwei. Upsala. Vorne. Was haben wir jetzt an Bandagen? 6 Stück. Ja, da sind wir wieder da, wo wir zuletzt auch standen, bevor wir den Marienkäfer angegriffen haben. Da muss ich zwischenzeitlich auch nochmal eine Distel aufsuchen, dass wir da auch nochmal ein paar Sachen bekommen für die Pfeile. Und dann... Achso, das ist die Tür, ne? Ja. Dann, doch, war richtig. Dann ziehe ich mal gerade hier die Rüstung an, die ich gerade nicht dabei habe. Da ist sie. So. You're a little less squishy now. Und dann rüsten wir mal die Axt aus. Hä? Wo kommt das denn her? Das ist schon cool, wenn man die Sachen gleichzeitig fällen kann. Vielleicht das hier auch doch. So. Eins, zwei, drei. Okay. Jetzt muss ich was essen. Geht das? So. Einmal hier, einmal dort. Ich hatte ja echt Sorgen, ne, mit dem Haus, dass das jetzt doch gar nicht geht. Umso schöner, dass wir diesen Trick gefunden haben. So, das machen wir direkt hier nochmal weg. Jo, das kippt. Wovenfiber können wir bauen, dann tun wir das doch direkt mal. Ja, da können wir ein bisschen was machen. So. Ich habe mal eins mehr gemacht, als wir brauchen. Dann haben wir da nochmal eins drin. Im Inventar. So. Geht ja ruckzuck hier. Glaube ich, brauche ich. Achso, ich bin voll. Brauche ich, glaube ich, auch oben. Jo, sehr schön. Ja, der Plan jetzt ist auf jeden Fall.
umzuziehen, weil die nistet sich da unten ein. Nee, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir hier das Stockwerk auf jeden Fall noch so bauen. Frage ist nur, ich glaube nicht, dass wir so krass viel Platz brauchen, dass wir jetzt hier nochmal was draufbauen. Deswegen überlege ich tatsächlich, ob wir hier ein Spitzdach draufbauen oder ob wir sowas wie einen Dachboden bauen wollen. Da muss ich mal schauen. Und das ist auch relativ eng, aber es geht tatsächlich noch. Ja, es geht gerade noch so. Sonst hätte ich dann nämlich tatsächlich noch ein bisschen Platz gemacht. Wobei das mir eigentlich auch immer lieber, wenn da noch ein bisschen mehr Platz ist. Aber wir sind natürlich auch platztechnisch hier ein bisschen beschränkt. Ich weiß nicht, ist das neu, dass das da rauskommt? Dann machen wir noch ein, zwei Wände fertig. So. La 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 la. Einmal hier. Und hier. Genau. Achso, das ist ein Stein zum Festhalten. Gut. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Dass mir also gerade so passiert, ist recht unüblich, dass ich die Steuerung so oft verwechsel. Okay. Oh Gott. Ich bin mal richtig weggeschleudert. Upsa. So, die Ladung machen wir noch. Sehr schön. Und, ja, das ist dann halt die nächste Frage, ne? Spitzdach oder Dachboden? Beziehungsweise Spitzdach so oder so. Finde ich schöner. Aber, nee, ich meine Dachboden oder kein Dachboden. Das ist hier die Frage. Schön gelagert. Stellen wir uns mal hier auf unseren neuen Balkon. Wobei, das ist ja auch wie so ein kleines Geländer, ne? Die Tür. Nur halt hier nicht. Naja, vielleicht kommt da noch was. Auf jeden Fall würde ich sagen, mit dieser schönen Aussicht hier sind wir am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen. Es hat euch gefallen. Wir holen jetzt erstmal hier noch eine kleine Bandage rein, die hoffentlich noch ein bisschen auffüllt. Doch, ja. Und ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, was wir machen. Vielleicht killen wir nochmal einen Marienkäfer. Wir versuchen uns auf jeden Fall nochmal dran. Früher oder später. Vielleicht gehe ich auch mal schnell bei die Disteln und holen wir da noch ein bisschen was für die Pfeile. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Dann, genau, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr irgendwie Tipps gegeben habt. Ich werde jetzt noch eine Folge vorproduzieren. Und, das heißt, heute ist, Dienstag. Ich glaube, Samstag müsste dann theoretisch wieder eine neue Folge kommen. Aus einer anderen Aufnahmesession. Wisst ihr Bescheid? Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie gesagt, was wir machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.